Wow, thanks for showing up here. Ja, danke, dass ihr alle gekommen seid. I'd like to present to you ich werde ein Projekt vorstellen, das also nach wenigen, nach vielen einzelnen Projekten rauskam und soll jetzt das ultimative Framework bilden. Also schauen wir uns zuerst mal an, was Leute in der Do-it-yourself-Audio-Community so machen. Die bauen also analoge Schaltkreise oder modifizieren vorhandene Schaltkreise. Das nennt man dann Circuit Bending. Oder sie machen, bauen MIDI-Controller als Erweiterung ihres Laptops, um quasi eine weitere Möglichkeit haben, den zu kontrollieren. Und ich habe gestern einen besonders tollen MIDI-Controller gesehen hier. Und dann gibt es Leute, die Sound über 8-Bit-Mikrocontroller machen. Das ist quasi ein hybrider Ansatz mit und benutzen die Software, um die Pulse zu erzeugen und daraus Sound zu erzeugen. Und dann gibt es die tatsächlich die Embedded-Signalverarbeitung für digitale Signale. Das heißt, hier werden also nicht nur Pulse benutzt, sondern echte Messungen in der Zeitdomäne, mit der man also beliebige Wellenformen erzeugen kann. Also nicht nur rechteckige Wellen. Es gibt sehr wenige Digital-Signalverarbeitung, die selbst gemacht wird, weil das recht aufwendig ist. Und digitale Signalverarbeitung, da geht es hauptsächlich darum, man konvertiert also eine analoge Welle in ein digitales Signal in verschiedenen Zeitabständen. Und dann hat man einen Prozessor mit einer bestimmten Software, der mittels MIDI oder mit Reglern kontrolliert werden kann. Und dann geht man wieder zurück zu analogem Ton. Und ein Computer kann das machen, kann das gut. Es gibt sehr viel Software, Open Source und Closed Source genauso, für jeden Geschmack. Es ist also ein ziemlich volles Feld. Es gibt also alle möglichen Software, die also analoge Maschinen nachbauen. Man kann also Dinge auch bauen, die mit analogen Maschinen überhaupt nicht möglich wären. Es gibt also sehr viel. Apparently, if you go to a music instrument store, aber wenn man in einen Musikinstrumente-Laden geht, dann findet man natürlich immer noch eine Menge alleinstehende Hardware, weil die Leute das mögen, dass man es einfach nur einsteckt und das einfach funktioniert. Aber das ist nicht für da kann man keine Büroarbeit machen, es zeigt keine E-Mails an, es macht halt nur Töne. Wenn man einfach nur eine Jam-Session macht mit Freunden, dann kommen keine Pop-Up-Fenster, man muss nicht die Software aktualisieren und sowas machen, anstatt einfach nur Musik zu machen und zu spielen. Also habe ich hier Hardware entworfen, die sieht so aus, die Analog-Digital-Konverter und Digital-Analog-Konverter und ein Prozessor. Und was man hier sieht, sind die Stereo-Eingänge, Stereo-Ausgänge, Kopfhörerausgang, USB für Computerverbindung, ein SD-Karten-Slot und MIDI-Input und Output. It's very similar as what is inside the things you can buy in the music instrument store. Wie in einem Instrumentengeschäft. Und wenn man das auseinandernimmt, dann sieht man, dass das innen das ähnlich aussieht in einem Instrument. They make a lot of products differentiated by the shape, the number of knobs. Viele Produkte unterscheiden sich nur durch die Anzahl der Knöpfe und die Farbe und Form von dem Plastik. The firmware running on it. Und natürlich die Firmware, die da drauf läuft. Ich habe hier keine Knöpfe und kein Plastikgehäuse.
Und es gibt nur ein paar Buchsen auf der Vorderseite und hinten ist, sind irgendwie allgemeine Ein- und Ausgänge, wo man beliebige Sachen dran anschließen kann. Ein bisschen wie ein Arduino. Und es ist nicht beschränkt auf Knöpfe und Anzeigen und man kann Beschleunigungssensoren und Lichter und alles dran machen und das ist eben Circuit Bending und einfach Sachen dran verändern und das ist nicht nur ein Nachgedanke, sondern es ist einfach Teil von dem Design und wir müssen jetzt hier Firmware entwickeln, die diese digitale Signalverarbeitung macht. Und man braucht einen Audio-Ein-Ausgabetreiber, einen MIDI-Ein-Ausgabetreiber und man braucht Treiber für die Knöpfe und Regler und dann macht man beliebige Kombinationen von Signalprozessoren, Oszillatoren, Filter, Hüllkurven und einige Parameter, um das irgendwie zu kontrollieren und etwas Haushaltsroutinen, um Presets abzuspeichern oder so. Und es ist nicht das erste Mal, dass Open Source digitale Signalverarbeitung Lösungen hier entwickelt wurden. Aber die haben wirklich noch nicht kritische Masse erreicht. Und ich glaube, um DSP programmieren ist ziemlich komplex und man braucht einiges an Mathematik. Man muss eine Balance finden zwischen Geschwindigkeit und der Qualität, zum Beispiel von der Standard C-Lab Library und die ist für mathematische Präzision und manchmal braucht man einfach mehr Geschwindigkeit stattdessen. Und nicht deswegen, weil man nicht DSP-Algorithmen in Firmware machen könnte. Und dann machen wir das. Und hier gibt es gucke ich mal, was es an Software gibt. Nur Software, ohne Hardware. Und da gibt es einige Dataflow-orientierte Programmiersprachen. Open Source ist zum Beispiel Pure Data. Und das ist ein Programm, wo man hier Objekte anwählen kann auf dem Bildschirm und die konfiguriert. Und dann verbindet man Ein- und Ausgänge und macht Beziehungen zwischen Ein- und Ausgängen und dazwischen sitzt dann ein Programm. Und es ist eine Art Programmiersprache. Und es gibt ein kommerzielles Programm hier, das heißt Max. Und die haben ähnliche Syntax hier und Grammatik. Das Schöne an grafischer Programmierung ist, dass man keine Syntax- oder Grammatikfehler machen kann, weil man einfach das Objekt auswählt und anders als wenn man Code eintippt. Und man kann nur einfach logische Fehler machen und die Strafe für einen Fehler ist viel kleiner. Man hat keinen Compiler, der einfach nur sagt, ich verstehe das nicht. Und man muss selber sich darum kümmern, dass man das alles richtig macht. Und mit dieser niedrigen Strafe ist es sehr schön für Künstler und Musiker. Und beide Sprachen fühlen sich irgendwie, als ob das Künstler entwickelt hätten. Und es ist eine grafische Programmiersprache. Es ist keine komplette Programmiersprache. Und man kann, glaube ich, kein Quicksort schreiben da drin, indem man einfach irgendwas zusammenstöpselt. Aber das wird sehr, sehr umständlich. Und Single Processing ist einfach regelmäßige Daten und der eigentliche Teil des Programms, der ausgeführt wird, ist eher langweilig, der ist eher linear.
Und beide Umgebungen hängen also von Objekten ab, die als dynamische Bibliotheken geladen werden. Wenn die laufen, werden also Funktionen in DLLs aufgerufen. Und das führt zu großem Aufwand, wenn einfach nur ein Objekt zwei Eingänge zusammen addieren muss, werden also indirekte Aufrufe aufgerufen, man muss den Kontext speichern, das zusammenzählen und dann den Kontext wiederherstellen. Das kann man im Prinzip in einer Anweisung machen, in optimalem Code. So, let's try to make... Also jetzt lasst uns versuchen, dass wir Firmware bearbeiten, ganz ähnlich so leicht wie möglich machen können. Das heißt, ich hätte gerne eine grafische Oberfläche gemacht, um Firmware zu programmieren, wo man also keine Kommandozeilenprogramme sehen muss und man wird auch keinen C++-Code sehen, außer man will das sehen. Und das soll also ganz einfach sein, das zu kompilieren, hochzuladen und auszuführen. Und das war die erste Version von der Architektur. Also auf dem Computer wird ein Programm ausgeführt, der Axolotl-Patcher. Der hat eine Bibliothek von Objekten, die man auf dem Bildschirm platzieren kann und zusammenbauen. Und die Software generiert daraus Code. Und der wird kompiliert und hochgeladen. Und dann ist das hier der Axolotl Core, das ist das Board, das Stück Hardware. Könnte jemand bitte die Kamera hier rüber bringen? Also nachdem man das hochlädt, da hat man dann die Firmware, mit der man Sound Ein- und Ausgabe oder MIDI Ein- und Ausgabe und man macht das einfach an und man kann direkt spielen. Ich werde eine kurze Demo davon machen. Das ist also die Patcher-Umgebung. Das heißt, das ist ein leeres Dokument und wenn ich hier doppelt draufklicke, dann kriege ich die Objektbibliothek und es gibt einen linearen Katalog, einen alphabetischen Katalog von Objekten und es gibt einen hierarchischen, kategorischen, also nach Kategorien sortiert, mit dem man leichter suchen kann und man kann auch einfach anfangen zu tippen, um den besten Treffer zu finden. Also ich fange mal an mit Ich fange hier an mit einem Sägezahn-Oszillator und macht einfach nur eine Rampe, die immer wieder ansteigt und dann wieder auf Null abfällt. Und ich habe die Elemente von diesem Objekt, es hat links einen Eingang und das blaue ist ein Datentyp und das bedeutet, es bekommt eine Spannung als Eingang für langsame Veränderungen und ist nicht für Audio geeignet, aber gut genug für langsame Änderungen über die Zeit. Und hier ist ein roter Datentyp, das ist ein Ausgang auf der rechten Seite, auf beiden steht Plus Minus. Das heißt, die sind bipolar und da ist ein Regler, wo man die Frequenz einstellen kann. Ich habe versucht, das so einfach zu machen wie möglich. Das heißt, in der Nullposition gibt es einen gewissen Wert in Hertz und Musiker können da auch den Namen der Note direkt ablesen mit einem Klick und man kriegt auch den Faktor im Verhältnis zu dem Mittelwert. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Regler auf 12 setze, dann ist die Rate 2, also die doppelte Frequenz. Und wenn ich hier jetzt mit 7 eintrage, dann entspricht das ungefähr 1,5. Also es zeigt also fast, wie Harmonien funktionieren in der Musik.
Das heißt, um an dem Oszillator also tatsächlich zuzuhören, muss ich hier eine, also ich füge da jetzt erstmal eine Lautstärkekontrolle hinzu, nur damit wir sicher gehen können, dass das Soundsystem nicht beschädigt wird. Und ich habe jetzt also hier so ein blaues Objekt erzeugt, blauer Eingang, blauer Ausgang. Also ganz ähnlich, wie man Funktionen überladen in C++ machen kann, wird dieses Objekt jetzt rot. Also man gibt dem jetzt einen roten Eingang und dann sieht es, ah, das ist also ein roter Eingang und jetzt ist es also alles rot. Und dann kann ich das verbinden mit einem Ausgang. Stereo-Ausgang und drehe das nach oben. Und in der ersten Version drückt man also hier so einen Knopf und das generiert jetzt C++-Code und wird dann direkt hochgeladen. Und wenn alles funktioniert, dann kann man jetzt bitte die Lautstärke ein bisschen hochdrehen. Oh, ich habe hier was ausgesteckt. Turn it down first, please. Könnt ihr die Lautstärke noch mal runterdrehen, bitte? Okay. So ah, ja. Here you see, und hier kann man jetzt hören, that you already get a working system. Also man hat jetzt hier schon ein funktionierendes System. I'm actually jumping in my presentation. Also ich springe jetzt hier hin und her in meiner Präsentation. Denn Version 1 war einfach nur, ich erzeuge also hier so ein Programm und das wird ausgeführt. Und in Version 2 ging es dann darum, die Änderungen einfach zu machen. Also nachdem C++-Code erzeugt, kompiliert und hochgeladen wird, soll es jetzt also auch möglich sein, dass man hier Parameter direkt ändert. Das heißt, man muss also nicht das Programm nochmal neu kompilieren und nochmal hochladen, nur einfach, weil man einen Wert ändert. Und es geht auch andersrum. Das heißt, hier gibt es zwei Anzeigen, die vor dem Code aus geändert werden können und den aktuellen Lautstärke-Level anzeigen. Hier wird also auf dem Laptop keine Berechnung für die Audiodaten gemacht. Das macht die Firmware, die kompiliert und hochgeladen wird und die redet mit dem Benutzerinterface. After it's running. Nachdem es läuft. Das heißt, also wir haben jetzt hier so einen kleinen Oszillator. Und ich kann jetzt da ganz einfach ein Keyboard draus bauen, wenn ich ein Keyboard-Objekt nehme. Das Keyboard-Objekt hat einen Ausgang für die Note, die erzeugt wird. Und es hat einen Ausgang, der anzeigt, ob eine Taste gedrückt wird oder nicht. Also es ist ganz ähnlich zu einem alten Analog-Synthesizer. Man hat also Maschinen, die in gewisser Weise ähnlich sind zu dem hier, nur dass jedes Objekt ein eigener Schaltkreis ist, den man mit Patch-Cable verbindet. Und um das jetzt zu einem spielbaren Ding zu machen, muss ich da jetzt noch was modifizieren. Das gelbe Kabeltyp ist ein Bool-Typ, also an oder aus, und ich kann das auch umwandeln in so eine blaue. Also ein Objekt, was so einen gelben Eingang hat, kann auch blau sein, denn es gibt eine Umwandlungsregel von gelb nach blau. Das heißt, ich mache das jetzt mal an. Und dann nehme ich mir das virtuelle Keyboard und die Lautstärke ist noch auf 0. Voilà. So we have a playable system. Und das heißt, man hat jetzt ein spielbares System. I
I thought five objects would be a bare minimum to get a playable system. Ich denke, so fünf Objekte ist ein absolutes Minimum, um ein System zu kriegen, auf dem man dann tatsächlich auch spielen kann. Aber es kann auch ziemlich wachsen, ziemlich groß werden. Und ich gehe jetzt mal in hier eine kleine Orgel. Orgel. Also. Just like a sort of a das ist so eine Art. So one of the problems if you want also eines der Probleme, wenn man Musik spielen will, dann will man normalerweise nicht nur eine Taste gleichzeitig spielen wollen können. Für manche Instrumente macht das Sinn, aber für andere Instrumente nicht. Also, wenn man das in einem Diagramm hier zusammenbauen will, dann ist das schwierig. Dann muss man also 12 oder 16 verschiedene Oszillatoren zusammenbauen, wenn man verschiedene Tasten gleichzeitig spielen will. Also habe ich einen Weg gefunden, um ein Dokument als ein Objekt in ein anderes einzufügen. Ah, das heißt, dieses Objekt kommt von diesem Diagramm. Dieses Dokument hat magische Objekte, das ist ein sogenanntes Outlet-Objekt. Das repräsentiert einen Ausgang auf dem generierten Objekt. Der rote Ausgang und innen hat es nur ein Keyboard-Objekt, wie wir das vorher schon gesehen haben. Das ist dann das eingebaute Patch-Objekt. Und oben habe ich dann eingestellt, gib mir 12 Objekte davon und ordne die hier an. Und ich wollte einfach nur noch zeigen, dass man in diesem Objekt einige Parameter auch ändern kann. Also ich habe zum Beispiel ein Attribut für Parameter des übergeordneten Objekts und diese Parameter werden hier auf dem übergeordneten Objekt mit angezeigt. So that's 12 voices of das sind also 12 solche Objekte. Also man hat 12 Stimmen dann für diese Orgel, Pfeifen. So, hier. And then kann ich hier noch an den Parametern was ändern? Also man kann einfach nur Objekte kombinieren aus der Bibliothek und dann, glaube ich, es gibt bisher 400 Objekte für verschiedene Aufgaben und es scheint so, dass das Minimum ist, was man haben muss, um wirklich vernünftige Sachen machen kann, ohne ständig neue Sachen schreiben zu müssen für einfache Sachen. Ich will euch noch was zeigen, wenn ihr Arduino kennt. Und dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber was ich hier gemacht habe, ist ein Potentiometer zu einem analogen Eingang angeschlossen habe und ist ein Voltage, ein Spannungsteiler. Und hier, also es wird angeschlossen an die Stromversorgung und Erde und dann geht es wieder in den analogen Eingang. Und Arduino-Leute haben gelernt, Sachen zu schreiben wie Function Call Analog Read. Und hier ist es einfach GPIO in,
/analog. Und dann suche ich mir den, wähle ich den Kanal aus, an den es angeschlossen ist. Und auf Arduino lernen die Leute Zahlen auf der Konsole zu schreiben und den, auf die Zahlen zu gucken, die da angezeigt werden. Und hier kann ich einfach, habe ich einen Plotter oder ein Anzeigeinstrument. Or a numerical readout. Oder auch eine numerische Anzeige. Ja, ich habe schon ein Zeigerinstrument, dann brauche ich die numerische Anzeige nicht mehr. Und ich drehe an dem Knopf und man sieht, dass sich das ändert. Man hat hier die Anzeigeinstrumente und man muss nicht auf einzelne Zahlen gucken, die sich ändern, sondern man sieht es direkt wie auf einem Oszilloskop. So. I think that's more, und ich glaube, das ist schon deutlich einfacher zu lernen, als das direkt in C zu schreiben und einfach nur Nummern anzugucken, die durch das Terminal fliegen. Und man kann auch gleichzeitig sein mit PWM und SPI. Und the final demo, die letzte Demo, dafür mache ich hier, lade ich mal, ich bin eigentlich kein Musiker, aber es macht mir Spaß, sowas auszuprobieren. Und oben ist ein kleines Metronom, ein Rechteckgenerator, 1,5 Hertz. Das heißt 300 Beats per Minute. Und dann habe ich einen Zähler, der bis 16 zählt, und dann gibt es einen Übertrag und der zählt dann weiter bis 4. Und wenn der einen Übertrag macht, dann passiert noch was anderes. Und dann gibt es hier Muster und Oszillatoren und Generatoren und anderes Zeug. Und ich möchte dies hier einmal gerade noch modifizieren. Otherwise it's so boring. Ja, es ist ein bisschen langweilig jetzt. Aber ich nehme das hier und nehme das GPIO analog, dieses Objekt, und ich mache einen zweikanaligen Mischer, um das wieder zu kombinieren, um Einflüsse zu kombinieren. Und ganz schnell. Ich lasse einfach den analogen Eingang weg jetzt. Und es ist jetzt wie eine Drum Machine. Und ich hatte. Hier ist eine Bassline. Das sind keine Samples, es sind nur Algorithmen. Das heißt, man ist sehr flexibel. So, that's a very nice demo. Yeah. Ja, das ist eine sehr schöne Demonstration. So, thank you very much. I'm afraid we don't have time for questions and answers right now. Ja, wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen und Antworten, aber wenn es euch interessiert, dann geht zu ihm nach dem Vortrag und vielleicht könnt ihr euch dann irgendwo unterhalten. Bitte nochmal einen herzlichen Applaus für diesen Vortrag.